Der Octavia ist eine der erfolgreichsten Baureihen von Skoda und dazu gehören auch die sportlichen RS-Modelle. Erst kürzlich hat der Octavia ein Facelift erhalten. Also ich darf den Skoda Octavia RS heute mal in einem Fahrsicherheitszentrum testen. Und eins kann ich sagen, Spaß ist vorprogrammiert. Und diesen Spaß verspricht der Turbodieselmotor. Mit ihm leistet der neue Octavia RS 135 kW. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h ist dann Schluss. Den Sprint von 0 auf 100 schafft er in 7,9 Sekunden. Erhältlich ist der von uns getestete Wagen ab 33.490 Euro in Deutschland. Das Slalomparcours ist nicht das einzige Hindernis, das beim Test unter Wasser steht. In einem gefluteten Kreisel versucht Michel, den Skoda Octavia RS querzustellen. Doch das ist gar nicht so einfach. Okay, ich resigniere. Ich übergebe hier den Parcours lieber an die Profis, denn das ist nicht meine Disziplin. Und bei den Profis sieht das Ganze dann so aus. Aber den Parcours hier traue ich mir jetzt wieder selber zu. Das Sportfahrwerk legt die Karosserie der RS-Modelle um 15 mm tiefer. Weitere Features, die zur Sportlichkeit beitragen, sind eine Progressivlenkung und ein adaptives Fahrwerk, das die Dämpfung je nach ausgewähltem Fahrmodus anpasst. Von Skoda erwartet man eigentlich auch immer neue Simply Clever Ideen. Und auch im Octavia RS gibt es jetzt eine neue davon. Ich kann diese Wasserflasche beispielsweise mit einer Hand öffnen. Gemütlich trinken, habe immer noch eine Hand am Lenkrad und sie auch einhändig wieder schließen. Die neue Frontpartie wirkt maskulin und sportlich. Voll LED-Scheinwerfer setzen den Kühlergrill optisch fort und betonen die Breite. Die Motorhaube wirkt kantiger, so wie die scharfe Linienführung in der Seite. Am Heck setzt der Spoiler einen sportlichen Akzent. Das Kürzel RS am Heck wurde 1974 erstmals im Rennsport verwendet und zog im Jahr 2000 in die Skoda-Modellpalette ein. Seitdem gewinnen die sportlichen Topmodelle immer mehr Fans. Besonders beliebt ist dabei der Skoda Octavia RS. Gerade hier diese enge Kurve macht mir am meisten Spaß. Der Wagen quietscht und heult auf und das ist wow. Das ist ein Fahrerlebnis, das man einfach erleben muss, das man spüren muss. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, denn der Wagen liegt so schön in der Kurve. Das, wow, ich bin wirklich einfach gerade sprachlos. Alles in allem hat sich der Skoda Octavia RS durch sein Facelift nicht nur äußerlich verändert. Er ist auch unter seinem Blechkleid modifiziert worden. Das Ergebnis ist ein sportlicher Wagen, der Testerin an der einen oder anderen Stelle ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Also mir hat der Tag heute richtig viel Spaß gemacht, denn ich war abseits von der öffentlichen Straße und konnte mit dem Octavia RS meinen und auch seinen Grenzbereich testen. Eigentlich hat er eher meinen Grenzbereich getestet, denn der hier kann definitiv mehr in geübter Hand. Aber alles zusammengezählt ist der Octavia RS für mich eine gute Kombination aus dem Spaßauto, das ich heute testen durfte, und durch seine Simply Clever Ideen auch ein guter Alltagsbegleiter.